Willkommen zum letzten Video dieses Lernzyklus und damit auch zum letzten Fenster des Arbeitsplatzes. Für dieses Video solltest du bereits den Zusammenhang zwischen der Wegzeitfunktion und der Geschwindigkeitszeitfunktion kennen. Als kleine Erinnerung für dich, die Ableitung der Wegzeitfunktion, also S' von t, nach der Zeit liefert uns die Geschwindigkeitszeitfunktion, also v von t. Und genau umgekehrt, das Integral der Geschwindigkeitszeitfunktion nach der Zeit liefert uns genau die Wegzeitfunktion, also die Streckenfunktion s von t. Dein Ziel für dieses Video ist es, die Formel für die mittlere Geschwindigkeit einer Geschwindigkeitszeitfunktion herzuleiten. Und hierfür sehen wir folgende Aufgabenstellung am letzten Fenster des Arbeitsplatzes. Und hier steht, der Graph einer Geschwindigkeitszeitfunktion v ist dargestellt. Stelle eine Formel für den linearen Mittelwert m von v im Zeitraum t1 bis t2 auf. Versuch das zunächst bitte alleine und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann wieder über die Lösung sprechen. Gut, also wir sollen eine Formel aufstellen, mit der wir den linearen Mittelwert m von v im Zeitraum t1 bis t2 berechnen können. Und hier sehen wir schon, wir haben also m ist gleich 1 durch unsere Intervallbreite, also 1 durch t2 minus t1 mal dem bestimmten Integral von v von t von t1 bis t2. Nun wissen wir bereits, dass das Integral von v von t nach der Zeit uns die Wegzeitfunktion s von t liefert. Das heißt, wir können hier schreiben, 1 durch t2 minus t1 mal s von t und die Intervallsgrenzen haben wir uns hier wieder angemerkt. Wenn wir nun in den Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung einsetzen, das heißt Obergrenze minus Untergrenze, dann erhalten wir insgesamt s von t2 minus s von t1 durch t2 minus t1. Und diese Formel sollte dir schon sehr verdächtig bekannt vorkommen, nämlich diese Formel entspricht genau der mittleren Geschwindigkeit im Zeitraum t1 bis t2. Also wenn du eine Streckenzeit, also eine Wegzeitfunktion s von t gegeben hast, dann kannst du mit dem Differenzenquotienten, also s von t2 minus s von t1 durch t2 minus t1 genau die mittlere Geschwindigkeit im entsprechenden Intervall berechnen. Das war's für diesen Video-Lernzyklus. Ich hoffe, du konntest viel lernen und Baba.